Jetzt ist der Zaun wieder kaputt. Ah, den wollte ich vor uns bauen, oder? Wie wollte ich den vor uns bauen? Den ist auch kaputt. So. Das passt. Und jetzt den Kind verkaufen wir es doch wieder. Wird doch nur bei 78%. Komme ich denn über... Mann. Parkbewertung, also... Du wisst schon, was ich meine. Parkbewertung, 57. Ich bin die Fuhren zu schnell gestiegen. Von irgendwie von den Fuhren hier. Kurz und fahren. Hunger, Durst. Passautomaten platzieren, damit die Besucher Stempel sammeln können. Passautomaten. Wo sind Passautomaten? Toilette, schöne Information. Warte, was sind wir an? Das. Passautomaten. Aber kein, wir haben Brennermützen. Scherze, wir müssen doch nicht. Ja, das mit Reklametafel. Streifen mit Säbel, Überballons, Waschbeute, Weltraum. Gut, wo ist hier unser Mit? Da guckt sie die Pferde an, das ist schön. Solange er die ganze Zeit im Park bleibt. Er wünscht jetzt auch, der Zebra wäre sein Freund. Steht aber noch da unten. Oh Mann. Nee. Ich habe genug Tierpfleger eigentlich überall eingestellt, theoretisch. Oh, da ist ja schon ein Hügel. Das, das und das wollte ich haben. Guck mal, er hat fast 5 Besucher allein gesucht. Wenn das bei der Affen noch glücklich wird, dann ist es stark. Oh, einer sieht komisch aus. Und noch eine besuchen. Bitte, bitte, bitte. Eine noch besuchen. Ja. Sieht sehr gut aus, bis jetzt. Es sieht richtig gut aus, bis jetzt. Yes, er hat auch 5 besucht jetzt. Yes, yes, yes. Yeah, man. Was macht er jetzt noch? Geht er jetzt noch heim? Er hat fünf besucht, also. Von daher, der WIP verlässt den Park. Dann, Herr guter WIP, eine gute Heimreise und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, das war's für heute. Ach nee, das war's nicht für heute. Jetzt sind wir, jetzt ist Trick 18, jetzt verkaufe ich alle Tiere. Und dann nur noch ein neues. Oder ich lasse in jedem Gehege eins sitzen. Jetzt sind wir nicht schon bei 83%. So.
So ein blödes Zebra kommt jetzt auch noch weg hier. Bestimmt das ähnliche Zebra, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Und ein Pferd auch. Jetzt sind wir nämlich schon mal... Weil theoretisch, wenn alle weg sind... Müsste ja wirklich die Gesundheit komplett steigen, wenn alle anderen gesund sind. Und jetzt den Affenverkauf. Ja, jetzt liegt die Gesundheit bei Null. Ist genau das Umgedrehte von dem, was ich wollte. Aber wenn der Arzt gesund ist, und ich hätte ja mal gehofft, ich habe ein gesundes Vieh hier bekommen. So. Setzen wir hier noch ein Zebra wieder rein. So, Zebra. Und hier oben noch ein Pferd. Pferd. So, die müssen sich kurz hier eingewöhnen sozusagen und dann müssten die ja theoretisch auch gesund sein, oder? Kann ich die Brücke erfüllen. Ah, da ist wieder keiner da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ich hatte vorhin was so eine gute Rate. Ich war bei 80 oder 90% und dann plötzlich, bumm. Ach, wir werden alle krank, dann geht das schon. Wenn ich mir jetzt einfach wieder noch mehr Tiere wieder dazu kaufe, also zum Beispiel ein weibliches Nashorn, noch so ein männliches Nashorn. So. Dann bin ich wieder bei 70, oder immer noch bei 70. So, das kann man jetzt immer löschen. Ja. Wenn ich mir jetzt noch so einen Affen dazu kaufe. Einen weiblichen Affen. Einen männlichen Affen. Vielleicht noch so einen Affen. Dann sind wir bei 78. So. Und wenn ich jetzt noch sage, na, das Pferd, das spielt sich auch einsam. Nee, einfach mal. Ein weibliches Pferd. Männliches Pferd. Vielleicht noch ein weibliches Pferd. Und dann sind wir schon bei fast 80. Wieso kündigen die denn alle in diesem scheiß Gehege hier eigentlich? Ja, das muss mir mal jemand erklären, ne? So, und dann Hunger. Hier haben wir noch da, dann können wir vielleicht hier noch so ein Zebra mit einstellen. Ja, wenn wir hier noch ein Zebra mit einstellen. Dann, ne, dann, wenn wir jetzt hier noch so ein weibliches Zebra oder so einstellen, und dann. Dann könnte das reichen, gleich. So, haben wir denn hier noch einen Tierpfleger? Ja, dann haben wir auch noch einen Tierpfleger da. Und hier ist auch noch jemand. Und müssen wir mal gucken. Jetzt würde ich sagen, stelle ich mal noch so einen Mechaniker ein, ne? Weil der andere, der ist anscheinend, der hat viel zu tun, so Sachen. Jetzt tun wir mal noch den Entertainer, ne? Und der Entertainer nämlich, der kriegt jetzt mehr Geld. So. Jetzt ist das, Pferdegehege ist jetzt wieder überfüllt, ne? Und, weil das Pferdegehege überfüllt ist, müssen wir das Pferdegehege größer bauen. Und damit das jeder sieht, dass ich das größer baue, bauen wir da was Großes rein. Und dann wenn wir zu den Großen hinkommen, dann bauen wir nämlich ganz einfach so. Passt das. Und dann gucken wir mal jetzt schnell.
Im Ammerhaus, ne? Ja, da im Ammerhaus, da ist nämlich schon wieder, ja, Tierpfleger-mäßig nicht sehr viel los. Und dann gucken wir nämlich nochmal bei, ja, ne, Parkbewertung. Und ja, die wird bestimmt auch nicht so gut sein. Die ist nämlich irgendwie wieder in den Keller gegangen. Weiß ich nur warum. Gleich geht's weiter auf Philips.